Wir schauen nach draußen. Das Wasser regeneriert sich. Schönes kleines Inselstück, was wir von hier sehen. Also wir haben ja hier einen super Balkon erwischt. Muss ich gerade schon sagen, das ist sehr aufmunternd. Ja, dann... Wo mache ich denn die dann weiter? Würde ich sagen... Kann ich ja direkt mal hier so eine Ausbuchtung machen. Und hier so eine kleine Treppe nach unten anfangen. Und ich werde niemals mehr einfach nach unten graben. Nur noch schräg. So wie es auch sein sollte. Hey, Kohle. Hey, ein Raum. Zeig mir, was im Raum ist. Es ist Dunkelheit. Es ist Nacht. Hier ist nix. Noch mehr nix. Und noch mehr nix. Gut. Hund. Es gibt Hunde. Hilfe. Ich mag keine Hunde. Oh, Kohle. Ja, jetzt muss ich mir hier etwas mit dem Weg überlegen, wie ich dann hier runterkomme. Wenn hier Kohle ist, dann muss ich die natürlich abbauen. Ach, herrje, noch mehr Kohle. Schön. Schön. Oder auch nicht. Mal schauen. Ich bin froh, dass man mit den Holzteilen auch schon Kohle abbauen kann. Sonst wird das alles nämlich auch ein bisschen länger dauern. Kein Loch. Danke. War das jetzt etwas von Minecraft? Dieses komische Banshee-Schreien. Gibt es jetzt auch neue Gegner oder was? Ich bin überhaupt nicht up to date, was hier die ganzen neuen Sachen machen. Ich weiß von meiner Freundin, dass jetzt bei Minecraft 1.5, dass es Wetter gibt. Dass es regnen kann oder vielleicht sogar schneien. Mein Gott, hier ist ja eine echte Kohleader. Ist das schlimm? Eigentlich würde ich mir sogar wünschen, dass hier direkt irgendwo ein Spawner ist, den ich dann einmauern kann. Damit ich direkt schon mal so eine Gefahr gebannt habe und dass ich ein gutes Gefühl habe. Von wegen, ja, mir kann hier gerade niemand was, ich bin sicher. Allerdings habe ich auch schon mal Bilder gesehen, wo zwei Monster-Spawner direkt quasi nebeneinander waren. Fand ich schon recht komisch. So, dann hätten wir... Ah, Hundi, halt's Maul. Halt die Backen, halt die Gurschen. Keine Ahnung. So. Wir müssten jetzt wahrscheinlich auch schon im zweiten Part dieser Second Life Welt sein. Wunderbar. So, und... hau ich dich erstmal dahin? Nee. Nicht hier. Sondern... Ach komm, machen wir das so. So. Dann werde ich hier gleich nämlich noch eine bravouröse Tür einbauen. Einbauen, einbauen. Erstmal... Kohle. Und... Kann ich die so direkt... Ja, so mache ich Treppückes. Wunderbar. Jo, da hätten wir schon mal Treppekiss, aber Steintüren gibt's nicht. Nein, die gibt's nicht. Gut, dann muss ich mir für die Türen etwas anderes einfallen lassen. Aber das geht schon. So, so und so. So, dann, ja, habe ich das super hingekriegt. Kopfstoßstelle. Dafür benutzen wir dich. Müssen wir noch etwas mehr illuminieren und es ruckelt. Warum ruckelt es? Ich verstehe es nicht. Hier können wir auch noch direkt etwas hinbauen. Gut. Und so.
So, und jetzt müssen wir wieder etwas Holz hacken. Ich finde, wir haben jetzt eine sehr schöne Aussicht. Eine tolle Höhle. Einen nicht ganz so tollen Spawnpoint am Anfang. Aber das, damit lässt sich leben. Naja. Mal schauen, was wir hier in dieser Welt noch so alles finden. Und hoffentlich nicht in die Luft sprengen oder... Wird schon wieder dunkel? Nein. Ich habe was am Auge, keine Ahnung. Und ich bin Allergiker. Das merkt man gerade vielleicht auch an meiner Nase. Weil die meldet sich gerade hin und wieder einiges. Ich bin allergisch gegen Tierhaare, also Katzenhaare oder so. Ich bin allergisch gegen so viele Sachen. Ich bin auch noch allergisch gegen Eier, gegen Erdnüsse. Also mit Erdnüssen kann man mich super umbringen. Wer das irgendwann mal wissen will, der kann sich das aufschreiben. Ja. Und gerade ist ja Frühling. Der Sommer ist eigentlich schon da, wie man ja am Wetter eigentlich schon merken kann. Weil in letzter Zeit ist es ja verdammt warm, schon verdammt schwül, möchte man sagen. Ja. Und bei den ganzen Pollen macht meine Nase nicht so recht mit. So, und jetzt haben wir keine Axt mehr. Das sollte aber nicht weiter schlimm sein. Dann machen wir gleich nämlich Steinwerkzeuge. Und das Holz. Holz benutzen wir dann einfach erstmal zum Anfeuern und zum Bauen von Gegenständen. So. Genug Kohle haben wir ja noch. So. Ach Quatsch, letztes Mal haben die Holztüren das, glaube ich, auch ausgehalten. Meine ich. Und wenn nicht, dann habe ich dann nachher halt ein Problem. So. Dann kann ich hier aber keine Trittstufe mehr machen. Das ist schade. Provisorisch erstmal hier mit absiegeln. Wow, da geht es ja tiefer. Das ist schön. Schauen wir mal, was da so alles ist. Ja. Gut. Gut, Kies. Haufenweise Kies. Und hier geht's runter. Wow. Wow, wow. Eieiei. Zu meiner Frage, wie gesagt, falls ihr auch Allergiker seid oder sowas in der Art, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren reinschreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr alles so an körperlichen Leiden habt, ob ihr gegen irgendetwas allergisch seid. Wolle, Sand, ja, das... Graben wir uns erstmal noch etwas weit. Obwohl, nee, es ist... Sonne ist noch da, also lasst uns mal ein bisschen erforschen. Oder eigentlich... würde ich gerade mal eher sagen, den Punkt markieren. Ich hoffe einfach mal stumpf, ganz stumpf, dass ich diese Scheiße überleben werde, die ich jetzt gerade vorhab. Damit wir, wenn ich nachher mal mich durch diese wunderbare Welt bewege, auch wieder zurückfinde. Wie hoch kann ich denn? So, das ist das Höchste. Das ist der Gipfel. So, und dann schauen wir... Blub. Schauen wir uns mal um. Hier haben wir eine kleine Sandwüste. Interessant. Haufenweise Wasser. Eine Insel. Die sieht schön aus. Schön separiert. Da hinten haben wir so einen kleinen Canyon. Auch noch fein. Ansonsten gibt es noch viel zu entdecken. Ich denke, da hinten können wir nachher auch richtig schön etwas hinbauen. So, damit man den Blödsinn aber auch sieht, den ich hier verzapfe.
Okay, ich kann nur zwei. Ach so, gut. Oben drauf kann ich das jetzt nicht mehr machen. Das ist natürlich nicht so schön. Und es wird Nacht. Das heißt, ich muss mich beeilen und hoffen, dass ich die Scheiße überlebe. Es wird geklappt. Das rechne ich mir jetzt gerade als persönlichen Erfolg an. So, aber jetzt heißt es erstmal schnell nach oben. Oben? Den Weg, den kennen wir ja noch. Den habe ich ja ganz am Anfang gegraben, gegraben, gegraben. Und ab nach Hause, ab nach Hause, ab nach Hause. Dass nicht irgendetwas passiert. Dach. So, dann kann hier erstmal auch nichts hinkommen. Verschlossen. Zutritt verboten und so. So, und die könnten wir auch wieder gebrauchen. Wie konnte man die Schilder machen? So? Ach, wunderbar. Dann machen wir uns jetzt direkt nochmal ein paar Schilder. 5 an der Zahl. Reichen erstmal. Gut, die muss man auch alle separat machen. Die lassen sich wohl nicht stecken. So. Stein. Machen wir aus Cobblestone mal richtigen Stein. Dann können wir hier nachher auch noch so richtig schöne Gemälde dran machen. Ich hoffe mal nicht, dass ich hier irgendwann, wie heißt es? Mich da zu sehr durchgrabe. So. Nee, Quatsch, ich kann ja. Ist schon eins fertig? Ja, super, 3 schon, das ist ja schön. So, so. Frontal, unterschreiben wir drauf. Aris. So. Sicherer. Sicherer. Schlafplatz. Wichtig. Und die Nase juckt. So. Nächstes. Ein Schlafplatz. Ich hab mir gedacht, das wird wieder hell. Ich hoffe mal, das ist dann auch die richtige Höhe. Könnte auch sein, dass es zu hoch ist. Guten Abend. Gute Nacht. Bis der Creeper erwacht. Das passt sogar. So.